So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Was erwartet uns heute jetzt nach der DAX Rallye von gestern? Nachdem wir wirklich mal seit langem den Dow Jones Index und auch den Nasdaq Index outperformt hat, was kann er noch bringen? Doch zuvor schaut man die asiatischen Märkte an. Wie erwartet kommt jetzt hier der Hang Seng Index hier in dem Bereich. Wie gesagt, die Pfeile sind von damals in dem Bereich oder im Kurszielbereich etwas unter Druck oder es nehmen auch andere Leute Gewinne mit. Also hier passt im Prinzip soweit das Bild, dass man hier jetzt erst einmal auf, ja, auf Rückläufe setzen kann, aber beziehungsweise Short wäre hier definitiv auch eher zu risikoreich, sondern eher halt Rücksetzer als Kaufgelegenheit wahrnehmen. Beim Nikkei-Index, da muss ich nochmal wieder kurz auf Indikation und dann wieder zurück switchen. Dürfte man sehen, ja, hier genau den Bereich angelaufen. Wer jetzt hier wirklich das Limit hatte von 16.800, ist ausgeführt worden. Also nahezu perfekt sozusagen den Einstieg gefunden und auch hier den Ausstieg der Teilposition. Ob jetzt hier der Index es schafft, dort auszubrechen, ja, das kann ich jetzt hier nicht beurteilen. Da muss echt definitiv erst ein Schlusskurs darüber stattfinden und dann ist es eben auch wegen den anderen Gegebenheiten fraglich, ob er jetzt hier durchzieht. Aber nur von dem Chartbild betrachtet hätte, würde ich jetzt hier eher das Limit weiter hochsetzen, beziehungsweise ja den Ausbruch jetzt sowieso nicht handeln. Man ist ja hier unten dann eingestiegen. Also den Ausbruch muss man jetzt hier nicht handeln. Das wäre jetzt hier eher ein, ja, ein Bestätigungssignal. Weil wenn man jetzt hier einsteigen will, wo will man den Stopp setzen? Ja, schwierig, Gap oder auch doch hier unten, ne? Dann wäre es wirklich ein maximales. Oder wenn man auch noch auf Schlusskursbasis wartet, dann ist es definitiv schlechteres Verhältnis als der Stopp. Also schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Deshalb, wenn man investiert ist, Teilverkäufe machen und dann Rest eher auf Einstand absichern. Sonst Öl gab es ja nichts mehr Neues zu sagen. Hier zum DAX kommt man gleich. Hannover Rück, nicht Hannover, Münchner Rück ist hier ja, übers Ziel hinausgeschossen. Kann mit einem guten DAX noch oder mit steigendem DAX noch bis zum EMA 200 ansteigen. Das wurde auch gestern schon gesagt. Hier lief es nahezu eben auch perfekt. Einstieg nochmal bei 74 und nun kann man hier auch an den Ausstieg denken. Entweder Öffnungskursen oder leicht die erste Stunde noch abwarten. Aber dann dürfte das auch erledigt sein. Sonst schauen wir noch kurz hier die Forex-Märkte an, bevor wir zum DAX kommen. Hier hat jetzt Gold tatsächlich von dem Kaufbereich deutlich angezogen und erreicht hier im Prinzip ein wichtiges Kurslevel. Ja, wenn das auf Schlusskursbasis geknackt wird, dürfte man weiter steigende Kurse sehen. Sonst gibt es eben hier immer noch die Alternative, dass es dann nochmal fällt, wenn er das Level nicht schafft. Silber wurde mit einer Position ausgestoppt, die andere ist jetzt auch wieder, ja, sagen wir mal, relativ deutlich im Plus, war ja bei 1980, die andere bei 1930, wurde bei 2030 verkauft und erreicht jetzt hier auch, ja, ein Widerstandslevel. Also das jetzt hier noch testen die Bullen alles aus, mal schauen, ob die Bären dann in Bedrängnis kommen und wieder ihre Shorts eindecken. Kann ich jetzt hier von der Chartformation, ja, wie gesagt, einfach den Ausbruch wäre definitiv bullisch. Alles andere kann sich auch hier nochmal mit einer Korrekturbewegung, kann eine Korrekturbewegung sich anschließen. Was leider gar nicht jetzt hier funktioniert hat, und die Bedenken waren ja schon gestern Vormittag,
Schlusskursbasis hält sich zwar das Währungspaar US-Dollar gegen japanische Yen noch, allerdings ja, ist das definitiv nichts mehr Prickelndes gewesen. Aber solange jetzt hier einfach das Stopp-Level, man hat jetzt den Stopp ja nicht nachgezogen, kann man hier noch sein Glück sozusagen oder beziehungsweise warten, bis man ausgestoppt wird oder es doch noch nach oben geht. Beim Euro, japanischen Yen, ist die Lage ähnlich. Da ist auf Schlusskursbasis, ja, oder auf Schlusskursbasis hält es, ist gerade mal minimal angelaufen worden. Aber auch hier ist es alles andere als so gewollt. Was definitiv, jetzt kommen wir dann zum DAX. Wer sich hier am Wochenende bzw. die Montagssendung eben angeschaut hat und Montagmorgensendung, war hier das etwa so gekennzeichnet, nachdem natürlich klar war, dass wir hier bei rund ja, 10.400 Punkten eröffnen werden. Wurde es so eingezeichnet mit dem Kursziel oder mögliches Kursziel hier der Gap Close bei 10.740. Da kam man jetzt gestern im Prinzip schon fast dran. Was hier natürlich erwähnenswert war, hier natürlich den Rücklauf genauso eingezeichnet, dann das Level bei 10.400 nochmal berücksichtigt, beziehungsweise gesagt, ein Stundenschlusskurs unter diesem Level werden negativ, man müsste hier es beenden, Teilgewinne würden dann hier bei rund 100 Punkten und sonst Teilposition noch an Bord oder wer jetzt noch an Bord ist, ja, kann man hier definitiv mal verkaufen und dann etwa auf den Rücklauf. Ich denke, der wird nicht mal so stark kommen. Aktuell, ja, liegt man leicht im Minus. Aber da schauen wir gleich. Also sowas könnte ich mir jetzt vorstellen, nachdem es eben am Wochenende ich sowas eingezeichnet habe. Also es ist, bleibt dabei, was bei der SAP-Aktie eben ausfällt, wurde ja auch frühzeitig jetzt auf nochmal ein Hoch hingewiesen. Diese Bewegung von hier sieht jetzt eben ähnlich aus, dass sich hier das hier so fortsetzt. Deswegen nochmal ein bisschen Ausbruch aus dem Trendkanal, beziehungsweise jetzt ist das Chance-Risiko-Verhältnis definitiv da. Allerdings muss der Stopp ja 2 bis sogar 3 Euro drüber sein, um nicht wirklich einfach hier bei der letzten Bewegung vielleicht ausgestoppt zu werden. Aber das ist definitiv jetzt sehr interessant. Deutsche Post noch, ja, hat hier auch dann das zweite Kursziel erreicht, wer hier dabei sein sollte. Auch nichts verloren. Hier ist man im Plus. Also hier gefällt es mir absolut nicht mit dem, mit der starken, ja, mit den starken Aktienmärkten im Rücken hätte hier mehr gehen sollen müssen. Hier fällt halt auf, der EMA 50 kann nicht wirklich geknackt werden. Also wer hier investiert ist, deutlich den Stopp anheben und boah, noch schauen, was passiert oder es beenden. Also gefällt mir jetzt nicht. Aber die Optionen nach oben sind natürlich da. Die Gary Weber hat hier noch gar nichts aktiviert, ist auch schwach. Kann man jetzt hier auch, oder ich nehme das jetzt hier sozusagen in dem Video offiziell zurück. Also ist klar, wenn der Ausbruch stattfindet, kann er immer noch so vonstatten gehen, aber man muss es definitiv jetzt nicht mehr auf dem Radar haben. Viel zu schwach ist der Wert in den letzten Wochen, Monaten. So, zur Indikation hier vielleicht noch. Ja, der DAX steht jetzt bei 10.681, 84. Wenn das jetzt hier die, das ist ja die mehr oder weniger Future-Indikation, darf hier, also der bildet den Future ab, nicht natürlich eins, schon so 1 zu 1, aber nicht die, der Future steht etwa 5 Punkte jetzt tiefer. Vor ein, zwei Wochen stand er noch 10 Punkte tiefer. Aber es ist trotzdem absolut 1 zu 1 dann so die Abbildung. Hier sollte jetzt das definitiv schon gewesen sein. Ja, dann erwartet uns eben noch ein Hoch oder dürfte uns ein Hoch erwarten bei 10.750 Punkten. Aber dann, ja,
muss man sich hier schon auf eine Konsolidierungsphase einstellen. Noch ein Blick kurz auf den Nasdaq. Ist jetzt, ja, kann ja schon erstmal als Shooting Star vielleicht identifiziert werden, die Kerzenformation. Schauen wir mal kurz die Indikation an. Ja, da gibt es noch kein eindeutiges oder mögliches Verkaufssignal. Allerdings bei der Parkettbörse sieht es hier schon nach einer Top-Bildung aus, aber genauso wie gestern ist eigentlich eher das Level von 4765 interessant. Oder man schaut eben noch in den unteren Zeitebenen, ob sich da irgendwas sich auftut. Aber auch hier wäre frühestens mit dem Trendbruch dann ja, 4770 zu rechnen. Danke fürs Zuhören. Bis später.